Mein Name ist Florian. Ich bin hier Softwareentwickler bei AVM im Bereich WLAN-Testautomatisierung. Ich beschäftige mich mit automatisierten WLAN-Funktionstests. Das bedeutet, ich versuche eine Software zu entwickeln, die automatisiert, das heißt ohne menschlichen Eingriff, Fehler in unserer WLAN-Funktionalität in unseren Produkten Fritz Repeater, Fritzboxen findet. Mein Einstieg bei AVM war als Praktikant. Ich habe mein Pflichtpraktikum im Bachelorstudium hier absolviert und bin danach gefragt worden, ob ich nicht mir vorstellen könnte, weiterzuarbeiten als Werkstudent. Das habe ich dann auch gerne gemacht bis zum Master. Und das war ganz klasse. Ich habe an einem Freitag meine Masterarbeit verteidigt in der Uni und am Montag drauf hier den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich habe zweimal Einsteigerschulung und zweimal Produktschulung gemacht. Einmal als Werkstudent nach meinem Praktikum und dann nochmal, als ich dann Festangestellter wurde. Und das war nochmal ganz gut, zwei, drei Jahre später nochmal ein Update zu kriegen. Und das fand ich auch sehr schön, dass das selbstverständlich gemacht wurde, weil die Produktpalette von AVM hat sich in der Zeit auch massiv verändert. Und das war für mich nochmal schön zu sehen, was für einen Entwicklungsweg auch die Firma gegangen ist, während ich hier gearbeitet habe. Der Arbeitstag bei AVM beginnt damit, typischerweise die Testberichte, die in der Nacht aufgelaufen sind, auszuwerten. Unser Testsystem läuft 24/7 und spuckt dementsprechend ständig Berichte aus. Und die müssen dann ausgewertet werden und dann wird entschieden, wie weiter vorgegangen wird mit den Ergebnissen. Man sollte schon programmieren können, wenn man hier hinkommt. Man muss nicht perfekt sein, man muss kein Steve Jobs und man muss auch kein Mark Zuckerberg sein, aber man muss schon seine Tools beherrschen, man muss die Programmiersprachen beherrschen. Und man sollte vor allem die Konzepte hinter den Programmiersprachen beherrschen. Zu meiner Arbeit gehören hauptsächlich diese Testtürme. An diesen Testtürmen haben wir PCs und Fritzboxen und auf den PCs läuft unsere Testsoftware, die steuert die Boxen und auch WLAN-Clients und da fahren wir dann unsere Tests. Und die generieren auch diese Testberichte. Bei der Arbeit mit dem Testframework geht es auch darum, Testspezifikationen zu erarbeiten. Das machen wir typischerweise mit den Kollegen zusammen, weil die Tests möglichst nah an ihrer Arbeit dran sein sollen. Das Besondere bei AVM ist, es ist kein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, es ist im Gegenteil sehr persönlich und direkt. Wir sprechen uns alle mit Vornamen an, wir duzen uns alle. Wir können jederzeit zu einem Kollegen hingehen und Fragen stellen oder auch mit den Kollegen einfach nur so sprechen über alles Mögliche, natürlich auch viel Technisches. Bei AVM finde ich gut, dass alles relativ informell ist. Man kann direkt miteinander sprechen. Andererseits ist es manchmal auch nicht ganz so gut, wenn zum Beispiel der entsprechende Ansprechpartner nicht sofort auffindbar ist oder man nicht sofort weiß, wen man in bestimmten Sachen ansprechen kann. AVM ist ja relativ stark in kurzer Zeit gewachsen und dabei sind manche Strukturen einfach nicht so mitgewachsen und da können wir auf jeden Fall noch besser werden. Wenn man sich klar macht, dass wir hier an Hightech arbeiten, wir sind sehr vorne mit dabei, auch bei der neuesten Entwicklung und es macht einfach Spaß, dabei zu sein und an Technologie zu arbeiten, die viele Menschen täglich benutzen. Also eine weitere Besonderheit ist, dass man hier an Hightech direkt selber arbeiten kann, dass man eigenverantwortlich da Projekte mitmachen kann. Ich bin zum Beispiel jetzt dafür verantwortlich, einen neuen Testturm zu konzipieren und da darf ich dann selbst mit ganz teurer Hardware rumbasteln und kann zusehen, ob daraus was wird, was wir gebrauchen können und das macht einfach mega Spaß.